Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss und in 2 Stunden kommen die Erwachsenen zurück. Das heißt, Elias und Corinna sind gleich endlich aus ihrem Urlaub zurückgekehrt und ich finde eigentlich, unser Haus sieht gut aus. Ich meine, ich denke mal nicht, dass Elias und Corinna erwarten, dass sie die Wäsche macht. Dafür ist Valerie bekannt, dass sie sich nicht um Wäsche schert. Ich weiß nicht, ob die irgendwie von sich aus anfangen zu meckern, aber eigentlich sieht ja alles weiterhin so aus, wie es aussehen soll. Sie wissen ja eigentlich auch nicht, dass wir eine Party gefeiert haben und ich finde, es sieht doch nicht danach aus, weil wie gesagt, klar, der Geschirrspüler ist kaputt. Das können sie auch nicht erwarten, dass wir das reparieren. Und ansonsten sieht man hier ja eigentlich gar nicht. Also die Pizza ist weg und sonst ist ja nicht großartig was passiert. Ich denke mal, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Die sollten sich eigentlich nicht darüber beschweren. Deswegen schauen wir mal. Und ja, letztes Mal, falls es schon ein bisschen länger her ist, weil ist es offensichtlich, haben wir eine Party gefeiert mit Valerie, mit all ihren Teenager-Freundinnen und unter anderem mit Ethan. Sind die mal ein bisschen näher gekommen. Wir haben jetzt ein romantisches Interesse an Ethan. Wir sind aber immer noch mit Joey zusammen. Ja, sind wir mal gespannt, wie das alles so laufen wird. So, du stehst schon auf. Ja, mach das ruhig. Dann kannst du noch mal in Ruhe duschen. Vielleicht kannst du auch sogar sauber machen. So. Ich meine, eigentlich ist das ihr Badezimmer. Also es muss ja noch nicht mehr wirklich sauber sein. Wir könnten das hier vielleicht noch mal leeren. Und die Kleine schläft eh noch aus. Ja, jetzt irgendwie, jeden Moment sollten die beiden, glaube ich, zurückkommen. Aber ich glaube, bis sie tatsächlich wieder da sind, ist sie auch schon zur Schule gegangen, weil die müssen ja erst noch hierher reisen. Luke als Freund gewinnen. Wer ist denn das? Ist das jemand, mit dem wir uns anfreunden müssen? Luke Matthews, ein Nerd. Hey. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist eigentlich egal, ne? Ist eigentlich egal. Ja, schauen wir mal. Wir haben halt ein bisschen Freundschaft mit allen verloren, weil es öffentlich bekannt wurde, dass wir betrügen, dass wir betrogen haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das tatsächlich möchte, dass wir. Also halt, ich glaube, ich mach's weg. Ich habe einfach, also ich habe halt durch Testing Cheats, habe ich jetzt einfach mit Steuerung drauf gedrückt. Und dann geht das halt weg. Ich glaube nicht, dass ich das will, dass das öffentlich bekannt ist. Ich finde es okay, dass wir Freundschaften verloren haben, weil sich das vielleicht rumerzählt hat. Aber ich will nicht, dass es öffentlich bekannt ist, so starmäßig öffentlich bekannt. Ach, guck mal, die beiden sind auf dem Weg. Die sind nämlich einmal am anderen Ende der Welt hergekommen. Und jetzt fahren sie los, quasi vom Flughafen kann man sich das vorstellen. Wo geht ihr jetzt hin? Ah, sie fahren mit der U-Bahn. Okay, das macht Sinn. Sehr gut. Ja. Ich stelle mir vor, dass sie halt nicht von hier mit der U-Bahn fahren, sondern dass sie halt mit der U-Bahn zu einem Zug gefahren sind, zu einem Bahnhof und vom Bahnhof aus zum Flughafen und solche Sachen halt. Wir versuchen uns mal wieder mit den anderen anzufreunden. Ja, eigentlich war die Party dazu da, uns mehr mit den Sims anzufreunden und nicht ihre Freundschaft zu verlieren, aber wir versuchen es mal. Jetzt haben die beiden, glaube ich, auch gar keine Wünsche mehr, was ich ein bisschen schade finde, aber. Ja, weil wir hatten ja eigentlich, glaube ich, ganz gute Wünsche vorher. Aber naja, das können wir mit der Zeit wieder aufbauen. Das ist schon in Ordnung. Rettungsschwimmerkarriere einschlagen möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Gucken wir mal. Science-Fiction-Roman will ich, glaube ich, auch keinen schreiben. Jemanden einladen, tauchen gehen. Das können wir machen. Objekte verbessern können wir auf jeden Fall auch gern zu Hause. Genau, und du bist auf dem Weg zur Schule. Oh, interessant, dass das auch gar nicht irgendwie gesagt hat von mir so, oh, das Kleinkind ist allein zu Hause. Vielleicht, weil die gerade eh schon auf dem Weg zurück waren. Ein bisschen nach Tauchjob suchen. Können wir ja mal schauen. Nicht, dass das was wir heute machen können. Wobei es noch relativ kalt ist, 3 Grad, aber ich glaube, im Neoprenanzug ist das auch ein bisschen egal. Ich weiß gar nicht genau. Muscheln finden. Haben wir immer noch unsere Aufgaben hier? Nein. Ah, das ist ein bisschen nervig, dass man nicht mehr die Aufgaben hier hat, aber na gut. So, dann lass uns doch mal reinkommen. Du kannst vielleicht direkt mal die Post holen, weil, ne, jetzt wo wir 2 Tage weg waren, ist da vielleicht auch ein bisschen was passiert. Kam vielleicht ein bisschen Post. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Was gab's denn? Briefe von Jeffrey. Oh, 2 Liebesbriefe von Jeffrey an Valerie. Ein von Ethan, je mehr Zeit ich mit dir verbringe, desto mehr Zeit will ich mit dir verbringen. Können wir nicht zusammen sein, Valerie? Ich bin gerade dabei, mich zu verlieben. Oha, Ethan.
Ich wollte dir das schon lange sagen, aber ich wusste nicht, wie ich liebe dich, Valerie. Ja, okay. Und Milton natürlich auch nochmal, weil, ja. Und? Alles okay? Oh, ich glaube, Elias ist nicht begeistert von dem kaputten Geschirrspüler. Dann reparier du den direkt mal. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Guck mal hier, entspannt, wegen dem kostenlosen Urlaub. Sims lieben die rhythmischen Knetbewegungen, gut trainierte Hände auf ihren verspannten Muskeln. Wie entspannend. Wir hätten uns also noch ein bisschen Wellness geholt. Und du hast 7 Stunden noch ruhig wegen kostenlosem Urlaub. Schön. Lassen wir uns durch nichts aus der Ruhe bringen und ärgern. Ja, dann hoffe ich, dass das auch nicht passiert. Wir haben jetzt natürlich auch nichts mitgenommen, was wir halt eigentlich beim Urlaub was wir beim Urlaub eigentlich gefunden haben, aber das ist ja auch okay, muss ja auch nicht. Straßenkunst. Joey Mendes ist scheinbar nicht interessiert, die Beziehung zu kitten. Daher hat er entschieden, die Verbindung aufzulösen. Das romantische Verhältnis ist beendet. Was? Joey. Okay, wir haben scheinbar in der Schule mit Joey gesprochen, weil wir sind ja jetzt gerade in der Schule und ich glaube, jemand hat Joey erzählt, dass wir Ethan auf der Party geküsst haben. Halt ganz ehrlich, das war auch nicht die klügste Entscheidung von Valerie. Mitten auf der Party mit allen anderen Teenagern, die mit Joey und uns zusammen zur Schule gehen, einfach Ethan zu knutschen, war keine gute Idee. Ich stelle mir vor, dass sie tatsächlich alle ein bisschen Alkohol getrunken haben. Oder zumindest Valerie. Und ja, das ist vielleicht alles keine so gute Idee, weil jetzt hat Joey einfach die Beziehung beendet. Ich wollte das eigentlich alles auch so ein bisschen mehr hinauszögern und das nicht alles so öffentlich machen. Aber hey, ganz ehrlich, wenn Joey sagt, ich möchte die Beziehung nicht mehr haben, ich kann ihn nachvollziehen. Kannst hier mal ein Upgrade machen direkt. Und ich würde super gerne tatsächlich ins Bistro gehen und mal nach einem Tauchjob suchen. Ich weiß nicht, ob wir heute direkt tauchen gehen wollen, so regnerisch wie es ist. Ins Bistro. Wäre das hier? Nach Tauchjob suchen, ja. Dann kannst du danach nochmal hier hinreisen und hier im Restaurant nach einem Tauchjob suchen. Und Level 4 Fotografie. Können wir ja mal schauen nachher. Wie weit bist du eigentlich mit deinem aktuellen Buch? 63%. Magst du vielleicht daran ein bisschen arbeiten? Nein, 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 wartet. Wartet, wir müssen natürlich unserem Kind Hallo sagen. Hallo, wir haben sie für das ganze Wochenende nicht gesehen. Natürlich müssen wir einmal Mara Hallo sagen. Ist ja klar. Wir können noch ein bisschen mit ihr plaudern. Na, hast du bemerkt, dass wir weg sind? Können wir mal Mara baden? Wir wollen nicht in die Zukunft reisen. Danke. Und ein offizielles Schachturnier gewinnen? Wie viel Logikfähigkeit hast du denn? Level 6. Aber ganz ehrlich, könnten wir machen. Könnten wir machen, Elias. Aber wir machen erstmal das andere. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, jetzt das Upgrade zu machen. Ist egal. Das machst du schon, Elias. Wir müssen es ja nicht fertigstellen heute. Aber schon mal dran anfangen. Und dann können wir die Kleine eigentlich auch mal kurz hier absetzen. Und dann würde ich gerne, wobei dich stört das ja eigentlich nicht so wirklich. Aber mach das vielleicht mal für Elias hier einmal. Die ganze Wäsche aufsammeln wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Dann kriegt er hier nicht. Ich meine, er hat ja schon die Krise gekriegt, als er hier den Geschirrspüler und das ganze Wasser auf dem Boden gesehen hat. Vielleicht sind wir da mal nett zu ihm und lassen ihn wenigstens das, dass er das nicht auch noch sehen muss. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber finde ich irgendwie lustig, dass Joey jetzt tatsächlich von sich aus gesagt hat: so, nee, also Valerie, was du hier abziehst. Das finde ich nicht in Ordnung. Wie viele Ex-Freunde haben wir jetzt eigentlich schon? Ich glaube, zwei, ne? Mit Milton haben wir ja nie wirklich eine Beziehung geführt und haben nur gesagt, so, ja, lass uns das beenden. Ja, genau. Kurt war unser erster Freund. Dann hatten wir Milton. Jetzt Joey und Ethan vielleicht. Ich weiß auch übrigens nicht genau, wie ich das mit der Alterung machen möchte. Ich müsste kurz einmal rausfinden, wie alt die Sims jeweils sind. Warte mal, wenn ich hier nach Alter gehe. Und zwar, unser Ethan ist 38 Tage. Wie alt sind wir? 50. Ja, wir müssen halt noch echt lange warten, bis er älter wird. Also bei den meisten dauert das ein ganzes Stück länger, bis die älter werden.
Weil ich glaube, ja, ab hier sind das Erwachsene. Valerie hat nur noch 4 Tage, bis sie eine junge Erwachsene wird. Das wäre wahrscheinlich hier auch ein gerade junger Erwachsener geworden. Also gerade, der wäre gerade erst ein junger Erwachsener geworden. Justina ist ja auch schon eine junge Erwachsene. Das heißt, wahrscheinlich so am 54. Tag oder sowas werden sie älter. Und halt Ethan ist halt auch schon also ist halt erst bei 38 Tagen. Entweder ich erhöhe das Alter von dem einen oder anderen Teenager hier, also zum Beispiel von Ethan. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach ein bisschen älter ist. Oder ich setze mal das Alter von Valerie noch mal ein bisschen zurück. Dass sie halt eher so auf der Höhe ist, also vielleicht so um 10 Tage, dass sie bei 40 ist und er bei 38. Das wäre dann näher aneinander dran, weil ich möchte jetzt nicht 12 Tage warten, bis Ethan auch ein junger Erwachsener wird und die beiden halt irgendwie eine Beziehung eingehen können. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne bald mal Valerie älter werden lassen. Und dann ist halt das Ding, Mara hat eigentlich auch nur noch 4 Tage, bis sie älter wird. Und Mara würde ich sehr gerne mal älter werden lassen. Aber ich will die nicht beide am gleichen Tag älter werden lassen. Das fände ich ein bisschen komisch, oder? Oder wäre das irgendwie süß, wenn sie zusammen Geburtstag hätten? Und dann laden wir unsere gesamte Familie ein, also Amelie und David und Moritz und alle. Und feiern einfach einen Doppelgeburtstag? Ich meine, das könnten wir auch machen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was da die beste Lösung wäre. Ich fände es halt schon irgendwie ganz süß. Aber halt, wie gesagt, wenn bald Valerie älter wird, würde ich halt gerne Ethan auch noch ein bisschen älter machen. Die anderen können ja ruhig auch noch ein paar Tage länger brauchen. Das ist ja in Ordnung. Aber ich hätte gern Ethan so ungefähr im gleichen Alter eigentlich. So, hast du die Wäsche gemacht? Sehr schön. Genau, dann Klein Mara kann hier eigentlich noch mal ein bisschen spielen. Du kannst mal damit spielen. Und dann würde ich dich eigentlich ein bisschen schreiben lassen. Schreib ruhig an das geheime Leben eines kreativen Schwindlers weiter. Und dich schicke ich jetzt mal ins Restaurant. Komm, das können wir später noch weitermachen, Elias. Kein Stress. Kein Stress, mein Guter. Upgrades dauern auch so lange in Sims 3, oder? Also, da sitzt man echt den ganzen Tag dran. Aber andererseits, ich meine, es ist schon ein krasses Upgrade zu sagen, hey, mein Geschirrspüler ist jetzt unzerstörbar, egal was passiert, er kann nie wieder kaputt gehen. Finde ich schon auch gerechtfertigt zu sagen, dass das so lange dauert. Ja. Ich hatte auch schon in einem Stream letztens über Valeries Zukunft so ein bisschen geredet. Also ich möchte sie tatsächlich auch gerne, wenn sie eine junge Erwachsene geworden ist, noch mal ein bisschen weiterhin bei den anderen zu Hause wohnen lassen, dass sie so erstmal so langsam in ihre Richtung geht, in das, was sie machen will. Aber ich würde gerne die Band langsam starten. Wäre vielleicht auch cool, wenn unsere beiden Teenager-Freundschaften auch dann schon junge Erwachsene wären, dass wir so eine richtige Band mit denen hätten. Das wären ja Rachel und Chase. Da gucke ich auch einfach mal, wie alt die so sind. Das geht echt am einfachsten mit Master Controller. Wenn ich die einmal einladen kann, dann kann ich nach deren Alter gucken. Chase ist bei 36 sogar. Und Rachel ist bei 43, immerhin. Ja, aber dann, ich weiß nicht. Weil andererseits, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, wir haben halt teilweise die Alterung, haben wir ja pausiert. Weil ich mir nicht sicher war, ob die Zeit so reicht. Und sie hätte, glaube ich, auch nicht ganz gereicht. Aber das Problem ist halt, dass die anderen in der Zeit halt auch nicht gealtert sind. Und ich glaube, ich werde zumindest mal die Alterung anstellen für heute. Dass sie halt erstmal ein bisschen älter werden noch. Und ansonsten vielleicht setze ich einfach das Alter von Valerie und von Mara zurück. Ja, aber wie gesagt, ich möcht eigentlich nicht noch 12 Tage warten, bis die alle älter werden. Ich möchte nicht noch weitere 10 Tage mit Valerie als Teenagerin spielen. Weil ich habe das Gefühl, als Teenagerin haben wir jetzt so ziemlich alles gemacht, was ich machen wollte, was mir wichtig war. Wir könnten vielleicht noch sowas machen wie einen Protest ankündigen, nochmal ein bisschen Wandgemälde und sowas machen wir. Das habe ich noch gar nicht wirklich viel gemacht. Da würde ich gerne noch mehr dran arbeiten. Aber wenn sie dann eine junge Erwachsene ist, ich würde gerne mit ihr eine tatsächliche Band haben, dass wir Auftritte haben. Und ich würde gerne noch weitere Dinge mit ihr da irgendwie umsetzen, die ich da so als Idee hatte. Deswegen 2 Aale. Das können wir gerne mal probieren. So, haben wir jetzt den Wunsch erfüllt wenigstens. Das war so ein bisschen meine Idee, dass du hier auch den Wunsch erfüllst, den du hier hast. Ja, sehr gut. Okay, dann was können wir denn Spaßiges machen?
Was wäre denn ganz cool? Wollen wir vielleicht mal zu unserer Familie besuchen gehen? Oder in den Central Park gehen? Es regnet halt heute, es ist kein schöner Tag, um rauszugehen. Vielleicht gehen wir echt einfach wieder zurück und machen heute mal so einen Tag zu Hause mit beiden. Ich meine, die waren halt jetzt gerade erst im Urlaub und waren da viel draußen unterwegs. Vielleicht gehen wir halt echt einfach nach Hause und machen unser Upgrade weiter, weil es ist echt kein schöner Tag heute. Vielleicht können wir ja mal kurz zwischendrin nach dem Wetterbericht schauen. Das würde mich interessieren. Wetterdaten abrufen und dann kannst du ja noch mal weiterschreiben. Du möchtest die Kunstgalerie besuchen. Ja, ich meine, nachdem du ja im Urlaub in der Kunstgalerie warst, kannst du es ja noch mal mit der hiesigen vergleichen. Warum nicht? Morgen ist sonnig. Okay. Und danach wieder 2 Tage schlechtes Wetter. Aber okay, dann machen wir morgen mal einen Tag draußen, dass wir mit Elias vielleicht tauchen gehen. Corinna könnte irgendwie noch mal ihre Familie besuchen. Vielleicht könnten wir noch mal zu Gabert und Emma nach Hause gehen und die kleine Mara mitbringen. Das fände ich schön. Apropos, wir haben ja jetzt Frühling. Wie sehen denn unsere Pflanzen hier aus? Oh, die sehen auch wieder gut aus. Also vor allem die Bäume, ne? Ah, nee, doch nicht. Können wir noch nicht. Die sind eigentlich noch inaktiv. Die sehen halt nur noch nicht inaktiv aus. Aber das könnten wir sonst auch machen. Das würde ich jetzt nicht im Regen machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Also ich hoffe halt einfach, dass wir jetzt noch so ein bisschen mehr angenehme Tage haben. Ah, wir haben auch heute wieder den Musikverein. Okay. Oh Mann. Schreiben Level 7. Hey, sehr gut, Corinna. Und wir haben unser Buch fertig. Sehr gut. 4 von 5 Romanen schon geschrieben. Das machst du super, Corinna. Das machst du klasse. So, dann können wir die Kleine jetzt eigentlich mal in den Hochstuhl setzen. Klein Mara. Und du bist hier weiter mit deinem Upgrade beschäftigt. Ja. Genau, sie ist auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigt. Gucken wir erstmal. Es sollte auch immer noch was zu essen im. Ja, hier. Pfannkuchen, Ratatouille. Wir haben noch genug Essen im Kühlschrank. Genau, kann die Kleine was futtern? Hat doch langsam echt Hunger. Und dann geben wir vielleicht ein bisschen Ratatouille. Das wäre doch lecker. Ich glaube, das ist auch was, was kleine Kinder gut essen können. Muss sie sich sehr mit vollmatschen. Mit der ganzen Tomatensauce und alle. Aber was man. Wobei, wir machen ja eh einen Brei draus. Aber was, glaube ich, Kinder gerne essen, nehme ich mal an. Und es ist gesund durch das ganze leckere Gemüse. Oh, jetzt habe ich auch Bock auf Ratatouille. Isst man das eigentlich pur? Das frage ich mich immer. Bei Sims essen die das ja pur. Aber ich kenne das eher nur so: Ratatouille oder sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter tatsächlich Ratatouille in dem Sinne gemacht hat. Aber wir haben halt immer auch so Tomatensoße mit leckerem Gemüse und dann aber halt Reis dazu. Also ich habe Ratatouille immer mit Reis gegessen und nie einfach nur pur. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber naja, wie das halt so ist, ne? Manchmal ein bisschen eigenartig. Wollen wir irgendjemanden einladen heute? Kayla, Judy. Warum sind wir mit den allen auch nicht mehr befreundet? Vielleicht könnten wir Judy und Frankie Fischer heute mal einladen. Das klingt doch eigentlich nett. Haushalt nach Hause einladen. Gucken wir mal, ob die vorbeikommen wollen. Er braucht ja auch ein bisschen Spaß. Wir können zusammen zu Abend essen hier. So, und gleich kommt die Meldung, dass, ja, dass Frankie nicht herkommt. Das ist mir egal. Du wirst eingeladen. Ihr habt zugesagt. Das interessiert mich nicht. Ihr kommt jetzt gefälligst beide vorbei. So, sehe ich gar nicht ein. Sehe ich überhaupt nicht ein. Dass der einfach sagt, nee, ich kann übrigens doch nicht. Doch, du kannst, gefälligst. So, einmal, nee, nicht Mara rauslassen, Mara hochnehmen bitte. Und sie dann einmal oben aufs Töpfchen bringen. Weil dann muss sie einmal aufs Töpfchen gehen. Das wäre nützlich. Und hier absetzen bitte. Und ja, dann könnten wir vielleicht ein bisschen Musik anmachen. Könnten hier vielleicht ein bisschen tanzen, ein bisschen quatschen. War so ein bisschen mein Plan. Genau. Eine tolle Zeit mit der Gruppe erleben. Ich hoffe, Frankie kommt auch noch, wie gesagt. Ich habe den hierher gebeten. Der ist. Oh mein Gott, geh mit rein. Judy. Judy, geh doch rein. Dann können wir auf jeden Fall mal Judy Hallo sagen.
Nach dem Tag fragen. So, die Kleine geht hier aufs Töpfchen gleich. Du bist mit deinem Upgrade fertig. Ja, sehr gut, Elias. Magst du dann vielleicht noch mal hier ein bisschen das Haus säubern? Das wäre mir lieb. So, ist Freddy auf dem Weg hier? Sind das unsere Rechnungen, die einfach auf dem Boden liegen? Okay. Magst du dann danach vielleicht mal die Rechnungen bezahlen gehen? Okay. Frankie! Warum kommt Frankie nicht hierher? Ich habe den noch extra eingeladen, damit er auch hierher kommt. Ich versuche ihn nochmal einzuladen. Ich wüsste jetzt nicht, warum er nicht kommen sollte. Mit Master Controller sollten die dann eigentlich herkommen. Ich dachte nämlich, dann könnten wir so ein, naja, nicht Paar-Date, aber halt, ne, dass wir irgendwie beide hier sind. Wo bist du denn gerade? Hier, okay, dann bist du nicht zu weit weg. Weil ich dachte nämlich, vielleicht könnten wir noch ein bisschen taggen oder so. Wo wäre denn ein guter Ort? Forgotten Lights. Ja, gehen wir mal hier hin und taggen hier ein bisschen. Mittleres Wandgemälde. Können wir das hier hin machen? Nee. Ah, vielleicht hier. Genau, hier unten. Können wir vielleicht hier mal ein Wandgemälde hinmachen. Geh du da mal hin und mach mal. Geh erstmal dahin und dann können wir das vielleicht machen, wenn der Laden geöffnet hat. So. Oh, haben wir uns direkt wieder angefreundet? Ach, das ist doch schön. Red mal ein bisschen über Bücher und über Kunst. Ich meine, Bücher schreiben ist auch Kunst. Aber lass uns das mal einzeln machen. Dann können wir noch ein bisschen tratschen. Lustige Geschichte erzählen. Und Frankie scheint nicht herzukommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Dann magst du vielleicht mal ein bisschen tanzen. Ich weiß gar nicht, arbeitet Frankie irgendwas? Er ist Produktionsleiter. Ja, vielleicht ist er deswegen noch auf Arbeit. Vielleicht kommt er ja nach der Arbeit her. Das ist ja okay. Wir wollen ja schon, dass Julie und so, dass die auch ein bisschen länger hier sind. Nee, du brauchst gerade. Wobei, doch, 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 du kannst die Kleine eigentlich mal hochnehmen, da hast du schon recht. Und dann können wir sie vielleicht mit nach unten bringen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sie braucht gerade zwar nichts, aber vielleicht kannst du das hier schon mal leeren. Hätte nicht gedacht, dass Elias so schnell fertig ist. Ja, 3 Minuten. Meine Güte, Sims. Guck mal, jetzt können wir hier reingehen. Und dann können wir jetzt bestimmt auch das Wandgemälde taggen. Genau. Vielleicht können wir danach hier mal ein bisschen. Oh, wir können nicht tanzen, weil hier keine Musik spielt. Können wir das hier einfach mal einschalten? Das hier auch. Und dann können wir hier mal ein bisschen tanzen danach. Genau. Das klingt doch gut. So. Genau. Dann nimm du die Kleine mal hoch. Kannst sie mal kitzeln, in die Luft werfen. Und dann können wir sie mal hier runterbringen. Dann hat sie nämlich hier unten ja auch noch einige Spielmöglichkeiten. Das finde ich nämlich ganz cool, dass wir sie einfach manchmal mit nach unten nehmen und dann ist sie halt so hier mit der ganzen Familie da. Und ja, das finde ich immer schön. Lass uns doch mal ein bisschen zusammen tanzen mit Judy. Weil ich finde das einfach ganz schön, wenn wir hier ein bisschen mehr Freundschaften aufbauen würden. Klar, mit unserer Familie sind wir befreundet. Ich habe es mit Kayla auf jeden Fall versucht. Und ich würde mich auch gerne mit Abby und mit Sophia noch ein bisschen mehr anfreunden. Sophia ist ja auch hier eine Nachbarin von uns direkt. Da mit der Nachbarsfamilie, mit der Black-Familie würde ich mich auf jeden Fall auch gerne noch weiter anfreunden. Ja, genau, du bringst die Kleine runter. Und dann kannst du sie hier mal absetzen. Das wäre super. Und vielleicht magst du dann schon mal was kochen. Abendessen servieren. Was wäre denn schön? Klebrige Carbonara. Machen wir die mal. Die Kleine kann hier nochmal ein bisschen mit Bauklötzen spielen. Ja. Oh, oder vielleicht, weil die gerade am Tanzen sind, weil hier gerade die Musik läuft, ein bisschen mit dem Xylophon spielen, so ein bisschen wie mitmachen mit der Musik. Das fände ich süß. Haushaltshilfe einstellen. Also bitte. Als ob Elias jemals eine Haushaltshilfe einstellt. Elias ist die Haushaltshilfe. Elias ist die Person, die dem Haushalt hilft. So.
Versuchen wir noch mal Frankie einzuladen. Master Controller, beste Mod. Vielleicht kommt der ja bald mal vorbei. Ist doch schon fertig getaggt. Ging das so schnell? Nicht schlecht. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Wen haben wir hier? Chanella Clinton, was? Chanel Clinton, ja, tatsächlich. Und Caitlin Matthews. Wen haben wir hier noch so? Jimmy Miller. Leider nur Erwachsene. Kannst ja aber mal einen Drink bestellen. Ey. Oh mein Gott! Was? Was? Warum seid ihr hier? Was? Warum prügelt ihr euch? Oh mein Gott! Der ist ganz casual hingekommen und prügelt sich jetzt. Was? Was ist denn mit euch los? Was? Der hat die einfach verprügelt. So, ohne den wirklichen Grund dahinter. Also ich meine, ich weiß nicht, was die so persönlich gegeneinander hatten, aber halt, das hat jetzt nicht sehr gerechtfertigt gewirkt. Was? Geht man in einen ganz normalen Club und da prügeln sich Leute. Ist ja unfassbar. No, guckt euch mal diese schöne Szene an. Guck mal, die Kleine spielt hier, die tanzen. Elias kocht, wie immer. Wie man ihn kennt und liebt. Elias kocht. So. Du brauchst auch gerade gar kein Essen servieren, ja? Beziehungsweise das können wir gleich dann machen. Ich will immer noch Frankie hier haben. Es tut mir leid, wenn ich das stört, dass ich das die ganze Zeit versuche. Aber es geht ja relativ schnell, deswegen hoffe ich, ist das nicht allzu störend. Aber ich wünschte mir einfach, Frankie wäre hier. Können wir ihn nochmal persönlich einladen? Nach Hause einladen vielleicht? Guck mal, jetzt hat sie auch ganz viel Spaß. Magst du vielleicht mal mit der Kleinen noch ein bisschen spielen? Das fände ich süß. Kriegst du das hin oder ist da die Säule im Weg? Die sollte gehen. Gucken wir mal, ob Frankie doch nochmal vorbeikommt. So. Komm gleich mal rüber. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob du das tatsächlich machst, Frankie. Bin ich mal gespannt. Kann nicht kommen. Oh, ich glaube, der ist bestimmt irgendwie. Weiß ich nicht. Ich meine, er ist Produktionsleiter. Ich resette ihn mal. Reset Sim Frankie Fischer. Und jetzt lade ich ihn nochmal ein. Weil jetzt müsste er eigentlich zurückgesetzt bei seinem Zuhause und einfach herkommen können. Hoffe ich mal. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, du hast Spaß. Was macht sie jetzt eigentlich? Ah, sie geht draußen tanzen. Ja, weil drinnen tanzen hat ihr nicht gereicht. Eindeutig. Das war, ja. Na gut. Ich würde gerne mit der klebrigen Carbonara warten, bis Frankie auch hergekommen ist. Haben wir irgendwelchen coolen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Nektar öffnen. Hier so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen vom Traubennektar. Hier hervorragender Traubennektar. Servieren wir den mal. Das klingt doch gut. Servier den mal und dann können wir den trinken, können auf Frankie warten. Quasi unser Aperitif. Wobei, ist der Aperitif was zu trinken oder was zu essen? Bin mir gerade sehr unsicher. Ich wollte das ganze Tablett in die Hand nehmen und hier rüberpacken. Genau. Und dann kannst du den mal trinken. Genau. Ein Kinderwagenkauf. Stimmt. Wir waren noch nie irgendwie mit dem Kinderwagen einmal durch die Nachbarschaft spazieren. Hier findet heute eine Party statt. Bei Brian Walker. Ist das nicht? Ja, oder? Das ist doch. Da wohnt auch Rachel Walker, oder? Ja. Ha. Da hätten wir natürlich hingehen können. Aber wir sind hier heute in einem Hotspot. Das passt. Wer ist hier alles? Hier wird Jimmy gerade zur Rede gestellt von Luena. Ich hoff's. Ich hoff's ein bisschen. Oh Mann. Dann machen wir vielleicht noch ein Bodengemälde wohin. Und dann sollten wir aber auch nach Hause gehen. Vielleicht hier so. Genau.
Genau, aber ich will, glaube ich, so dieses Rebellische von Valerie noch ein bisschen mehr erkunden. Und wisst ihr, was wir auch ewig nicht gemacht haben? Wir waren auch ewig nicht mehr in unserer App drin. In unserer Blog-App. Wir haben die Fähigkeit Herausforderung Klempner abgeschlossen. Elias ist jetzt offiziell ein Klempner. Sehr gut. Ist jetzt Frankie hier? Ey, ich glaube, der kommt einfach nicht. Ich glaube, der kommt einfach echt nicht. Na gut, dann lass uns mal alle hier zum Essen rufen. Warum kannst du... Ach, kannst du sie nicht zum Essen rufen, weil du sie nicht kennst? Ja, dann... Dann lass uns das so machen. Dann ruft sie zum Essen. Du wäschst dir noch die Hände, genau. Ach, die Kleine ist beschäftigt. Die kommt klar. Klein Mara hier ist gut beschäftigt. Vielleicht können wir noch ein bisschen Gitarre im Club spielen. Die Musik ausmachen. Hey, dieser Nektar würde sicher gut zum Essen schmecken, sagt sie und geht zum Essen. Sehr schön. So, ich glaube nicht, dass wir mit Joey Mendes nochmal in die Sterne schauen, aber mit Ethan auf ein Date gehen klingt nach einer besseren Idee. Das könnten wir gern machen. So, geh du mal hier hin. Ich hoffe, sie verteilt jetzt alle drei Teller hier. Alles andere wäre ein bisschen nervig. Sieht gut aus. So. Genau. Elias? Okay, ich wollte gerade sagen. Wollte mich gerade schon beschweren, dass das hier nichts wird. Doch, das wird. Das wird sehr schön. Sowas freut mich. Weil mit der Kleinen noch im Hintergrund, wie sie da im Spielen ist. Na. Ups. Haben wir der Wand drin. Na. Ist doch schön. Ein gemeinsames Essen. Schade, dass Frankie keine Zeit hatte heute. Selbst nachdem ich ihn resettet habe, hat es nicht geklappt, dass er vorbeikommen konnte. Naja, aber wir haben uns mit Judy wieder angefreundet. Das freut mich. Kannst du hier mal die Reste wegstellen? Und mal auf Toilette gehen. Und du hast jetzt, genau, du hast jetzt Julie kennengelernt. Du kanntest sie ja vorher gar nicht. Er musst du dich erst beeindrucken? Er musst du dich erst. Oh, du musst sie erst beeindrucken. Oh. Ja, dann will ich sie auch nicht kennenlernen, ganz ehrlich. Wenn Judy erst beeindrucken muss, also bitte. Okay. Was macht Valerie gerade? Okay, die ist noch weiter im Taggen. Ich würde tatsächlich eigentlich. Ja, komm, lass uns noch ein bisschen Gitarre spielen im Club. Ich würde tatsächlich eigentlich. Dahlia White. Oder lass uns vielleicht hier draußen hingehen und ein bisschen Musik spielen. Aber eigentlich muss ich auch schon längst wieder ins Bett. Kann man eigentlich in Sims 3 die Betten verbessern? Nee, ne? Nee. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Sache in Sims 4. So, geh du mal hier hin. Dann können wir eigentlich, wenn sie gleich was gegessen hat, wenn sie gleich aufgeräumt hat, können wir eigentlich auch das Treffen beenden. Guck mal, sie geht sogar schon selber. Perfekt. Sehr schön. Hat doch richtig gut geklappt vom Timing. Danke, Judy. Genau das wollte ich. So. Dann kannst du hier vielleicht mal ein bisschen langsam tanzen mit Elias. Das fände ich süß. Ah, die Kleine ist immer noch beschäftigt und immer noch gut drauf. Okay. Das läuft doch alles. Ja, dann schauen wir mal, was wir morgen mit Elias und Corinna machen können, aber wahrscheinlich unabhängig voneinander. Also Elias wird dann vielleicht tauchen gehen oder so. Und Corinna wird. Ja, ich fände es echt ganz süß, wenn Corinna noch mehrere Eltern besuchen geht mit der kleinen Mara zusammen und für Trinkgeld spielen. Und ich fände es auch ganz schön, wenn. Ist das ein Teenager? Tyler. Ja, doch, das sollte ein Teenager sein. Und ich fände es auch ganz schön. Auf jeden Fall mit Ethan abhängen. Ja. Machen wir gleich. Genau, nachdem der Wunsch weg ist. Vielleicht könnten wir tatsächlich morgen mit Ethan abhängen. Dass wir mit dem irgendwo hingehen? Warum nicht? Warum denn nicht? Ja, aber mit dem Älterwerden muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. So, Mara hat alles vom Xylophon gelernt. Ja, sehr gut. Okay. Das war gerade ein bisschen weird. War gut. So, dann. Magst du vielleicht nochmal was machen? Nee, komm, geh du einfach schon mal ins Bett. Geh du schon mal schlafen. Und wir können nochmal Mara kuscheln und plaudern. Und sie vielleicht auch schon mal ins
Bett bringen? Oh, vielleicht eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ja, lass sie uns mal wieder hier absetzen und dann mit Mara ein süßes Buch lesen. Auf den Spuren der großen Meister. Das klingt doch sehr gut. Und das ist das quasi unsere gute Nachtgeschichte. Ich mache hier mal die Musik aus. Das ist das unsere gute Nachtgeschichte. Auch wenn wir halt gar keine wirklich so im Bett lesen können, aber so ist doch eigentlich auch nicht schlecht. So, kriegst du denn da, hört sich das jemand an? Nee, ne? Ich wollte halt das nicht unbedingt. Ah doch, hier hört sich das jemand an. Jimmy Miller, der gerade eben jemanden verprügelt hat. Dem gefällt das. Schön. Das klingt aber auch echt gut. Valerie. Wow. Nicht schlecht. Travis, warte. Travis Johnson ist doch. Ist nicht Travis Johnson der Vater von Mia? Nee, das ist Travis McDermott. Okay, das ist nochmal ein anderer Travis. Na gut. Ich dachte jetzt schon, dass das der Travis ist. Er sieht auch so ein bisschen aus wie Travis. Apropos, ist hier Mia? Mia! Hi! Tante Mia. Nee, nicht Tante Mia, Schwester Mia. Okay. Okay, Valerie. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir sagen mal Mia Hallo. Oh, und die hat noch gar nicht fahren gelernt. Ja, das wäre auch eine Sache, die wir mal machen sollten. Das wäre eine gute Sache, die wir mal machen sollten. Das stimmt. Sagen wir mal. Chantal ist hier. Ha, Chantal Borgmann. Die gute Chantal Borgmann. Haben wir die noch hier irgendwie drin? Dass wir das irgendwie nochmal genau sehen. Ja, Julian. Und dann haben wir hier Chantal Borgmann. Mit Mike Dennis Borgmann. Und Patty war ja die, die wir davon abgehalten haben, sich mit einem sehr, sehr alten Sim zu verbünden, nennen wir es mal so. Und genau, Shannon mit Tyler. Und oh, ihr kleines Kind heißt Tawana. Hieß das schon immer Tawana? Also von Nettie weiß ich, aber von Shannons und Tylers Kind, dass das Tawana heißt, das ist mir jetzt gerade neu. Und guck mal, die ganzen Geister sind hier quasi auch mitgekommen, als ich die älter werden lassen habe. Genau, Julian. Und dann bis zu Sophia hoch. Also das ist quasi der Stammbaum, den wir haben, auch wenn über Sophia natürlich noch mal eine Generation ist. Aber so sieht der Stammbaum gerade von Sophia aus, mit den drei Kindern, mit Julian, der schon gestorben ist, leider mit Moritz, mit Amelie. Julian war ja auch der Älteste. Das heißt, Amelie wird vielleicht als nächstes und danach Moritz gehen. Genau, und dann hier die ganzen Sims. Also, falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, wie hängen die eigentlich zusammen? Valerie und Elias sind Geschwister. Mara. Genau. Und so nochmal der Stammbaum einfach nur von Mara aus gesehen. Ja. So, wir dürfen nur noch eine Stunde draußen bleiben, aber ich würde gerne einmal kurz zu meiner großen Schwester Mia gehen und der einmal Hallo sagen. Na, das ist doch schön. Was ist das eigentlich für ein Outfit von dir, Mia? Was ist das für ein? Du hast doch bessere Outfits, ganz ehrlich. Du hast auch eine wunderschöne Abendkleidung, die du gerne tragen darfst. Oh mein Gott, und da war natürlich genau jetzt irgendwie ein Sim drin im Bild. Na, können wir sie einmal umarmen vielleicht? Das hätte ich eigentlich gerne gemacht. Ja, ich hätte gern, ich hätte. Okay. Sims kann sich wieder einkriegen, danke. Ich hätte gerne einmal eine Umarmung eigentlich. Na, ich stelle mir halt auch vor, dass irgendwie Valerie sehr viel Bewunderung für Mia hat, weil Mia halt auch so sehr ihren eigenen Weg gegangen ist, so eine Gothic-Richtung gegangen ist. Sie ist eine Geisterjägerin und da halt auch so ein bisschen von irgendwelchen Konventionen weggeht und gesagt hat, ich mache mein Ding, egal was andere denken. Okay, danke Mia, es war schön, dass du hier warst, es hat mich sehr gefreut und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Valerie noch das Fahrenlernen beibringen, das wäre vielleicht echt was, woran wir jetzt noch arbeiten sollten, aber du kannst jetzt erstmal nach Hause gehen. Wie weit ist unser Zuhause weg? Ja, ich glaube, da lohnt sich. Ich glaube, da lohnt sich die U-Bahn nicht. Da kannst du auch einfach nach Hause fahren. Das ist schon okay. No! Und ihr beiden lest hier. Ach, wie süß. Wenn du fertig bist, kannst du die Kleine dann auch ins Bett bringen. Oh, ich liebe diese Interaktion. Wie man dem kleinen Kind was vorliest. Ist das nicht ultra süß?
So niedlich. Ja. Justina als Freundin gewinnen, was? Wir sind mit Justina nicht mehr befreundet. Unsere Nichte? Cousine. Cousine, okay. Ich weiß diese ganzen Dinge auch einfach nicht. Wie ist Justina mit uns verwandt? Ah, ja, Davids Schwester. Ja, genau. Denise Stacy. Das ist das Kind von Davids Schwester. Klar, macht Sinn. Ja, okay. Das heißt, in dem Stammbaum sehen wir sie natürlich nicht. Oh, aber Tavana und Mara müssen auf jeden Fall allerbeste Freunde werden. Weil die gerade Kleinkinder sind. Weil die gleiche Frisur tragen. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich Tavana so entwickelt. Gewinne Frankie als Freund? Ja, bitte. Ich möchte gerne Frankie einmal hier wieder treffen. Wie gesagt, wahrscheinlich müssen wir zu ihm nach Hause gehen, damit das was wird. Aber ja, ich möchte mich gerne mit Frankie nochmal wieder anfreunden. So, ja, lass uns die Kleine mal ins Bett bringen. Ich weiß, wir haben jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Es tut mir sehr leid, Mara, aber Buch ist halt auch ein bisschen länger, ne? Und dann geh du einfach mal ins Bett. Bist du da? Ach, sie ist tatsächlich gerade nach Hause gekommen. Ja, dann geh du einfach mal ins Bett. Wir schmeißen das wieder in den Dingens rein. Ja. Wir bringen dich ins Bett, Kleine. Alles cool. Müssen wir uns morgen wieder ein bisschen mehr um sie kümmern. Und nachdem du sie ins Bett gebracht hast, kannst du auch schlafen gehen. Okay, Corinna ist schon fast wieder ausgeschlafen. Okay. Okay, Corinna. Naja, das war's dann jetzt auch für die heutige Folge. Schauen wir mal, was wir mit Corinna und Elias morgen machen. Ich finde eigentlich die Idee ganz gut. Und Valerie kann sich vielleicht irgendwo mit Ethan treffen. Vielleicht tatsächlich auf ein erstes Date gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich schon so schnell angehen wollen. Ich würde es vielleicht doch ein bisschen langsamer mit Ethan angehen. Vor allem, wenn wir halt tatsächlich noch ein bisschen länger eine Teenagerin bleiben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber mein Plan war eigentlich, dass Valerie erst eine junge Erwachsene wird und dann Mara zum Kind wird. Weil sonst fände ich das ein bisschen eigenartig. Mit der Altersspanne. Dem Altersunterschied. Das war zumindest meine Idee. Deswegen werde ich vielleicht nochmal so ein bisschen die Altersspanne nachjustieren. Aber ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal hier bei Familie Reuss. Ciao.